Wie sieht der Einstellungsprozess für Softwareentwickler aus? Dies ist ein Erklärvideo, welches diesen Prozess kurz und bündig aufzeigt. Im ersten Schritt wird der Bedarf entdeckt, dass ein Softwareentwickler benötigt wird. Meistens in der IT-Abteilung eines Konzerns oder aber einer Agentur, die einen Entwickler für Weblösungen benötigt. Der IT-Leiter bittet nun die Personalabteilung, einen passenden Programmierer zu finden. Er gibt der Personalabteilung eine Word-Datei mit den wichtigsten Technologien, welche dieser können muss. Die Personalabteilung erstellt jetzt in enger Zusammenarbeit mit der IT-Abteilung die Stellenbeschreibung. Die Personalabteilung stimmt sich im Idealfall auch mit der Rechtsabteilung ab, um die Stellenbeschreibung entsprechend zu gestalten. Zum Beispiel muss die Beschriftung MWD auf jeder Stellenbeschreibung enthalten sein. Auch dürfen andere Dinge, die diskriminierend wirken, nicht enthalten sein. Nun wird die Stellenbeschreibung auf unterschiedlichen Stellenplattformen wie StepStone, Xing, LinkedIn und Indeed und anderen Stellenplattformen veröffentlicht. Manche arbeiten auch mit Google AdWords oder Facebook Ads, um mehr Reichweite zu generieren. Auch Plattformen wie Honeypot, wo sich der Arbeitgeber bei den Programmierern bewirbt, werden immer interessanter. Nach 1 bis 2 Wochen erhält man die ersten Bewerber. Diese werden nun zu einem ersten Interview eingeladen. Heutzutage passiert das immer mehr online mit Online-Tools wie Zoom, Skype oder Microsoft Teams. Im Interview ist dann der Kandidat, eine Person aus der Personalabteilung und auch jemand aus der IT-Abteilung. Es werden Soft Skills wie kommunikative Fähigkeiten getestet, als auch Hard Skills abgefragt, wie zum Beispiel mit welchen Technologien man sich auskennt, zum Beispiel PHP, .NET oder Java. In einigen Unternehmen wird danach ein Coding-Test durchgeführt, wo dem Softwareentwickler eine kleine Testaufgabe gegeben wird. Es gibt in einigen Fällen auch Assessment Center, die mehrere Tage dauern können. Dies wird jedoch mehr für Hochschulabsolventen genutzt, die gerade mit dem Studium fertig geworden sind. Für erfahrene Entwickler wird das nicht so oft angewendet. Wenn alles bestanden wurde, dann wird dem Entwickler ein Jobangebot gesendet. Jetzt kann der Entwickler diesen Vertrag unterschrieben ans Unternehmen senden und ist nun ein neuer Mitarbeiter. Dieser komplette Prozess kann in Konzernen ca. 3 bis 7 Monate dauern. Das ist der Zeitraum, der nach unterschiedlichen Studien benötigt wird, um eine IT-Stelle zu besetzen. Bei kleineren Unternehmen kann das auch viel schneller gehen. Dies ist der Einstellungsprozess von Softwareentwicklern. Habt ihr noch weitere Fragen? Schreibt sie uns doch in die Kommentare. Dies ist ein Video, welches von Yuhiro gesponsert wurde. Mehr auf www.yuhiro.de.